Heute ist der erste Jahrestag des schrecklichen antisemitischen und rassistischen Anschlags von Halle. Wir gedenken auch heute der Opfer, vor allem deren Angehörigen. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit, wenn wir uns mal vergegenwärtigen, in was für wahnsinnigen Zeiten wir leben. Es vergeht kein Tag mehr ohne rassistische, antisemitische Übergriffe, ohne Alltagsterrorismus von Rechtsextremen. Und ich glaube, dass jetzt mit einem endlich Schluss sein muss, nämlich von dem Gerede, dass es hier Einzeltäter sind. Sie wachsen auf in einem sozialen Umfeld, sie wachsen auf in einem Universum, wo über Hass, über Menschen als Viehzeug geredet wird. All das ist eine Enthumanisierung, der wir uns entschieden entgegenstellen müssen. Das fängt im Alltag an, das fängt damit an, das in sozialen Netzwerken nicht zu akzeptieren, sondern Kontra zu geben. Und das fängt auch damit an, in der Gesellschaft insgesamt zu gucken, wie konnte es eigentlich so weit kommen, auch gerade aufgrund unserer deutschen Geschichte. Das bedeutet, wir brauchen wieder mehr Erinnerungsarbeit, wir brauchen mehr Präventionsprogramme und wir müssen vor allem gerade im ländlichen Raum diejenigen, die sich der Barbarisierung und Entmenschlichung entgegenstellen, die brauchen Unterstützung. Und zwar aus Berlin, aus den Landesregierungen. Und da macht es einen schon fassungslos, dass es einen Innenminister wie Stahlknecht in Sachsen-Anhalt gibt, der wirklich offenbar nicht mehr weiß, was hier abgeht in diesem Land. All das sind Gründe, mit denen wir uns auch hier in Berlin weiter beschäftigen müssen. Wir brauchen Untersuchungen, wir brauchen Expertise. Wir müssen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Austausch kommen. Und vor allem muss mit einem endlich Schluss sein, nämlich der Relativierung und der Verharmlosung des rechten Terrors.